Peenemünde. Realität und Verklärung einer deutschen Legende. Unsägliches Leid ging von der Insel für die Menschheit aus. Trotz alledem ist untrennbar mit der Geschichte von Peenemünde verbunden, hier wurde vor über 50 Jahren das Tor zum Weltall aufgestoßen. In jenem unlösbaren Widerspruch zwischen Geld, Macht und Befehl auf der einen und dem faustischen Drang wissenschaftlicher Berufung auf der anderen Seite gefangen, gelang hier deutschen Wissenschaftlern eine beachtliche Leistung auf dem Weg in die Unendlichkeit des Raumes. Sie wollten den Weltraum erobern, wussten aber, dass sie an der Erfindung des Verderbens mitwirkten. Peenemünde, die Wiege der Raumfahrt. Dies ist, all die Tragik eingeschlossen, lapidar im Geschichtsbuch vermerkt. Für Peenemünde galt von 1935 bis 1989 streng geheim. V1 und V2, folgenschweres Ergebnis deutscher Forschung während des Zweiten Weltkrieges. Peenemünde. Eine Rekonstruktion heute erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Exkursion in die Vergangenheit mit den Bildern der Gegenwart. Spurensuche in der Vergangenheit, auch wenn das Geheimnis von Peenemünde weltweit als entdeckt gilt. Einen habe ich noch nicht. Was verbirgt sich unter den wenigen noch sichtbaren Trümmern der einst modernsten Raketenforschungsstätte der Welt? Eierbagger bauen lassen. Amateurmaterial, aufgenommen im Jahr 1990, dokumentiert erste Grabungen im Gelände der ehemaligen Heeresversuchsanstalt. Ein Schatz ist hier kaum zu heben, aber immer noch finden an der Geschichte Peenemündes Interessierte Materialien, die Aufschluss über ungeklärte Sachverhalte geben werden. Wird demnächst abgeholt. Das kleine Fischerdorf Peenemünde, nahe dem Peenemünder Haken, stand in keinem Reiseführer. Anfang der 30er Jahre war Karlshagen bei Peenemünde ein fast unbeachteter Badeort an der Nordküste der Insel Usedom. Dr. von Braun, in festen Diensten des Heereswaffenamtes, suchte für seine in Berlin begonnenen und in Kummersdorf fortgeführten Raketenexperimente einen günstigen Platz, um sie in größerem Umfang als bisher im Auftrag des Militärs weiter auszubauen. Weihnachten 1935 erinnert sich seine Mutter an Peenemünde. Wernher von Braun reist nach den Feiertagen sofort auf die Insel. Es war lieber auf den ersten Blick, wird er später sagen. Damit ist eine Wahl von weltgeschichtlicher Bedeutung getroffen. Peenemünde wird Mitte der 30er Jahre zum bestgehüteten Geheimnis Deutschlands. 1936 kauft das Reichsluftfahrtministerium den Peenemünder Haken von der Stadt Wolgast für 750.000 Reichsmark. Im August desselben Jahres wird bei Peenemünde mit dem Aufbau der Heeresversuchsanstalt begonnen. Reichsminister Speer oblag die bauliche Leitung des Projektes Peenemünde. Um vom wirklichen Geschehen abzulenken, versuchte er, in- und ausländisches Interesse plump zu täuschen. Während im Raum Peenemünde-Karlshagen die Aufbauarbeiten zügig vorangehen, beginnen auf der Greifswalder Oie, einer kleinen Insel, die dem Peenemünder Haken vorgelagert ist, Startversuche mit der A3-Rakete. Ein Hafen entsteht. Für die Behauptung, es habe eine ausgebaute Verbindung zum Nordteil der Insel Usedom zur Oie gegeben, die zu Fuß und vor allem trocken in einer Entfernung von 12 Kilometern zu bewältigen gewesen sei, gibt es keine Anhaltspunkte. Die Legende kann ihren Ursprung in der Auswertung alter schwedischer Seekarten aus dem 17. Jahrhundert haben. Thank you.
Landeplatz und Kontrollbunker werden gegenüber des Leuchtturmes installiert. Leuchtturm, Gasthof und der Kontrollbunker sind ebenfalls noch vorhanden. Die primitive Ausstattung des Kontrollbunkers. Dennoch muss er als Vorgänger der riesigen Flugleitzentren von Cape Canaveral oder Baikonur angesehen werden. Der Stellplatz für den Fieseler Storch, das Flugzeug Dr. von Brauns, ist hier zu finden. Wir sind an der Startstelle für die Raketen. Zum ersten Mal startet eine große Rakete völlig freistehend direkt vom Boden. Eingeweihte prägen aus diesem Grund den Begriff vom Braunschen Fahrstuhl. 4 Startversuche mit dem Aggregat 3 schlagen fehl. Die Kreiselsteuerung funktionierte nicht. Erst die verbesserte Version, das A5, bringt den Erfolg. Mit der Errichtung der Heeresversuchsanstalt beginnen erhebliche Einschränkungen für die Bevölkerung der Insel Usedom. Heer und Luftwaffe verfügen eine Sperrzone. Das gesperrte Gebiet umfasste den gesamten Peenemünder Haken, verlief entlang des Peeneflusses über das Achterwasser in Höhe des Ortes Zempin den Strand entlang, zurück zur Spitze des Hakens. Im äußeren Sperrkreis der Insel galten Sondergenehmigungen. Die innere Sperrzone forderte Spezialausweise für jeden Inselbewohner und Mitarbeiter der Versuchsanstalt. Ins Allerheiligste des Raketenlabors gelangte nur der Inhaber einer für seinen Arbeitsbereich gültigen Plakette. Alle Zufahrtswege, vor allem die Straße von Trassenheide nach Karlshagen, wurden streng überwacht und kontrolliert. Dies galt uneingeschränkt bis 1945. Wichtig für die verkehrstechnische Bewältigung der Transportprobleme, um die zahlreichen Beschäftigten zu befördern, war eine tragfähige Lösung des Nahverkehrs innerhalb der Heeresversuchsanstalt. In Konsultationen mit der Deutschen Reichsbahn in Berlin entstand eine elektrisch betriebene Werkbahn, die nach dem Vorbild der S-Bahn höchsten Anforderungen der Technik entsprach. Die Kontrollpunkte Zinnowitz und Wolgast konnten auf dem normalen Schienenweg erreicht werden. Von dort wurde nach Kontrolle der Ausweise in die Werkbahn umgestiegen. Diese hatte eine dichte Zugfolge von 5 bis 10 Minuten Abstand. Das Gerücht von der Existenz einer U-Bahn in Peenemünde wird durch die Bodenverhältnisse widerlegt. Teilabschnitte der alten Gleisanlagen von ca. 75 Kilometern werden noch heute befahren. ...1937 wurde der Haken in Peenemünde West, Luftwaffe, und Peenemünde Ost, Heer, aufgeteilt. In Peenemünde West entstand die Erprobungsstelle der Luftwaffe. Zentrum von West war der Flugplatz. Vermutungen,
Er wäre flutbar gewesen, um sich dem Blick der gegnerischen Luftaufklärung zu entziehen, entbehren jeder Grundlage. In der Nähe des Strandes die Reste von Abschussrampen für die V1. Spitzenentwicklung, die Vieh 103, später von Goebbels V1 genannt, eine nicht ferngesteuerte Flügelbombe. Ebenso wie das Aggregat 4, Arbeitsbezeichnung für die V2, wurde die Vieh 103 nie von Peenemünde auf England abgeschossen. Leiden der Opfer blieben unerwähnt in der deutschen Wochenschau. In Peenemünde West entstanden zahlreiche Spezialentwicklungen. Das erste einsatzfähige Raketenflugzeug der Welt, die Me 163, wurde hier erprobt. Unser Interesse gilt der Heeresversuchsanstalt Ost. Hier entstand die erste Flüssigkeitsgroßrakete der Welt. Großzügig, im Stil der damaligen Industrie- und Wohnbauten, entstanden auf dem Heide- und Waldboden die benötigten Gebäude. Die Wohnsiedlung in Karshagen, konzipiert zur Unterbringung Wissenschaftler und Beschäftigten inklusive Familien, gehörte Ende der 30er Jahre zu den komfortabelsten in Deutschland. Führenden Wissenschaftlern, die aus dem ganzen Reich auf die Insel gekommen waren, sollte es weder an Komfort noch an kulturellen Annehmlichkeiten mangeln. Das Interieur der Dienstgebäude bot im Innen eine biedere Solidität. Der Aufbaustab für die Reichshauptstadt, dem auch die Errichtung der Peenemünder Bauten zugeordnet war, versuchte eine Kopie hauptstädtischen Niveaus. Sichtbarer Ausdruck, das sogenannte Brandenburger Tor. Die Hauptwache der Heeresversuchsanstalt Ost. Im Rekordtempo errichtete man ab Sommer 1936 die notwendigen Anlagen. Über 15.000 Menschen verschiedener Qualifikation arbeiteten von nun an am Bau von Großraketen. Wohldurchdachte Systemtechnik und projektorientiertes Management manifestierten wichtige Erkenntnisse für spätere Entwicklungen. Laut Lohnliste waren 4.800 Wissenschaftler, Techniker und dienstverpflichtete Hilfskräfte fest angestellt. Aber auch Fremdarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge waren in diesem Teil der deutschen Rüstung zur Arbeit abverfügt worden. Zweckmäßige Werkhallen entstanden. Im Versuchsserienwerk wurde zum ersten Mal eine Raketenproduktion im Taktverfahren praktiziert. Zur Fertigung und Montage der A4-Raketen stand der leistungsfähigste Maschinenpark der damaligen Zeit zur Verfügung.
in Zusammenarbeit mit Universitäten, Forschungsinstituten und der hochentwickelten Industrie entstanden hier wesentliche Grundlagen. Der Traum vom Flug ins All konnte nicht das Wissen über die Entwicklung und Fertigung einer Waffe verdrängen. Die Köpfe, der militärische Leiter Generalmajor Dr. Ingenieur Walter Dornberger und der technische Direktor Professor Dr. Wernher von Braun lebten und arbeiteten, wie alle Mitarbeiter, in ihrer Peenemünder Zeit mit diesem Widerspruch. Der überwiegende Teil des Peenemünder Projektes wurde nach dem Krieg auf Beschluss des Alliierten Kontrollrates gesprengt. Verschiedene Anlagen sind auf dem Territorium als Ruinen noch vorhanden. Das Kraftwerk. Am 5. August 1942 in Betrieb genommen, galt es zu seiner Zeit als das modernste Kohlenstaubkraftwerk Europas. Der britischen Luftaufklärung war verborgen geblieben, dass in den Schornsteinen elektrostatische Staub- und Rauchfänger installiert waren, um den Rauchausstoß auf ein Minimum zu reduzieren. Für Tarnungszwecke, so die Legende, sei es möglich gewesen, das Kraftwerk wegzuspiegeln. Diese Theorie ist bis heute unbewiesen. Die empfindlichste Anlage im ganzen Gebiet, das Sauerstoffwerk. Produktionsstätte für flüssigen Sauerstoff, ein wesentlicher Bestandteil des Treibstoffes für das A4. Seit 1943 wurde für den anderen Treibstoffanteil, Alkohol, ein immenser Teil der deutschen Kartoffelernte verwandt. Der Hochgeschwindigkeitswindkanal. An dieser Stelle nahm er im November 1939 seinen Betrieb auf. Diese Anlage war zum Zeitpunkt ihrer Errichtung einmalig auf der Welt. Hier ließen sich für Messzwecke an Raketenmodellen Geschwindigkeiten von über 4 Mach erzeugen. Der innere Kreis einer Erfindung, die den Menschen Tod, aber auch Erfüllung brachte, schloss sich auf diesem Territorium. Die gefrorenen Blitze, weithin sichtbar am Himmel seit Beginn der Schießversuche über dem Prüfstand mit der Nummer 7. Fehlstarts hatten häufig ihre Ursache, laut Schussprotokoll, im Versagen des Zusammenwirkens einzelner Systeme der A4-Rakete. Die Reste des legendären Prüfstandes 7. Aus diesem Areal starteten die meisten der Versuchsraketen. Die Schussrichtung der Raketen verlief in östlicher Richtung entlang der pommerschen Küste. Mühsam wird jedes Detail untersucht und akribisch registriert. Noch immer bergen die gesprengten Anlagen viele Rätsel in sich. Was befindet sich unter den massiven, unzerstörten Betonplatten auf dem Grund der vom Wasser überfluteten Abgasschuppe? Der 10 Meter hohe Schutzwall umgab ein Areal von etwa 90 mal 150 Metern. Er sollte Versuchsstand und Abschussstelle gegen Seewind und Flugsand schützen. Auf alten Bauzeichnungen ist ein Gang innerhalb des Walles eingetragen. Existiert er wirklich?
Als der Eingang gefunden war, herrschte große Spannung im Team der Spurensucher. 50 Jahre hatte kein Mensch diesen Gang betreten. Der Gang ist baulich noch intakt. Messgeräte und Kabel sind demontiert. Die Einrichtung eines Raketenprüfstandes dieser Dimension, eine Checkliste für die Startvorbereitung bis zur Zündung der Hauptstufe, die Beobachtung und Auswertung des Starts. Alles musste hier auf dem Prüfstand 7 erdacht, entwickelt, vor allem aber erprobt werden. In den Grundzügen verlaufen Starts in den Weltraum noch heute, natürlich wesentlich verbessert, nach den Prinzipien eines A4-Starts auf diesem Prüfstand. Eine Pumpstation seeseitig regulierte gewaltige Wassermassen, die für das Kühlsystem in der Abgasschurre zur Ableitung des 2000 Grad Celsius heißen Feuerstrahls, den der Raketenofen des A4 ausstieß, benötigt wurden. Jeden Versuchsstart registrierten speziell ausgerüstete Kinotheodoliten. Eine in den Versuchsfilm eingeblendete Messuhr gab exakt Auskunft über den Verlauf des Fluges. Die Starts wurden nicht nur filmisch aufgezeichnet, sondern mit Fernsehkameras auf Monitore in die Mess- und Kontrollbunker übertragen. Die Frau im Mond, Symbol für den Traum vom Weltraumflug. Im Kontrollbunker. Startvorbereitungen am 3. Oktober 1942. Betanken der Rakete mit flüssigem Sauerstoff. Um 15.50 Uhr, General Dornberger gibt den Start frei. Die Turbopumpe des Triebwerkes drückt mit 3 Atü 125 Liter Alkohol und Sauerstoff in der Sekunde in den Raketenofen. Nach einer Sekunde erreicht der Schub 25 Tonnen und das Aggregat in einer Minute die fünffache Schallgeschwindigkeit bei einer Leistung von über 650.000 PS. Der Start gelingt. Das einzige handschriftliche Dokument verzeichnet lakonisch: Gewicht der Rakete 12,5 Tonnen, erreichte Höhe 84,5 Kilometer, Geschwindigkeit 1340 Meter pro Sekunde, Aufschlag nach 296 Flugsekunden in einer Entfernung von 190,6 Kilometern. Von nun an hatte die Heeresversuchsanstalt Ost des Öfteren hohen Besuch. Rüstungsminister Dr. Tott und General Olbricht vom Oberkommando der Wehrmacht. Reichsführer SS Heinrich Himmler, er wollte die A4-Entwicklung unter SS-Kontrolle stellen. Professor Hermann Obert, einer der Väter der Raumforschung, arbeitete vorübergehend in Peenemünde. Noch einmal zu Prüfstand 7. Was existiert heute noch im Gelände? Damals, ca. 30 Meter hoch, die Reste der Montagehalle. Hier wurden die Raketen bereits in Startstellung zum Schuss vorbereitet. Auf dieser Bahn fuhr die Rakete, aufgehängt im Prüfturm, in die Arena des Prüfstandes. Kaltspritzstände außerhalb des Walles. Diese Prüfung galt der Ermittlung der Treibstofffördermenge des Aggregates. Die Abgasschurre. Sie ist 8 Meter breit und am untersten Punkt 6 Meter tief. In der Schurre war ein Kühlrohrsystem verlegt, mit Rohren von 1200 mm Durchmesser und einer Durchlassmenge von 500 Liter pro Sekunde. Die Rohre liegen heute unter der Wasseroberfläche. Die Startstelle, das Herzstück des Prüfstandes. Die britische Luftaufklärung hatte Peenemünde enttarnt.
Am Morgen des 17. August 1943 gab Luftmarschall Harris in England den Befehl zum Angriff. In der Nacht vom 17. zum 18. August kommt der Tod auch nach Peenemünde. Gegen 1.09 Uhr erreicht die erste Welle mit 227 Lancaster-Bombern das befohlene Ziel. Der Luftangriff trägt den Decknamen Hydra. Über 700 Menschen verlieren in dieser Nacht ihr Leben. Am schwersten betroffen ist das Lager der Fremdarbeiter bei Trassenheide. Der mit Beginn der 40er Jahre sich organisierende Widerstand gegen die V-Waffenentwicklung verliert in jener Nacht seine führenden Köpfe. Das Geheimnis der verbotenen Insel war aufgedeckt. Doch Peenemünde ist nicht total zerstört. Zum Schutz vor weiteren Luftangriffen wird die Serienproduktion des A4 V2 und der Phi 103 V1 in ein unterirdisches Stollensystem in den Harz bei Nordhausen verlegt. Die SS übernimmt das Kommando. Unter unmenschlichen Bedingungen müssen jetzt KZ-Häftlinge und Kriegsgefangene die berüchtigten Vergeltungswaffen produzieren. Hunderte von ihnen werden von der SS ob des Sabotageverdachtes zu Tode gequält und erschossen. In England und Holland sterben über 50.000 Menschen bei Luftangriffen von Hitlers sogenannten Wunderwaffen. Der Krieg ist verloren. Die Amerikaner stehen in Thüringen, die Russen an der Oder. Am 14. Februar 1945 wird die letzte Testrakete vom Prüfstand 7 abgeschossen. Anfang April 1945 verlassen alle Mitarbeiter Peenemünde in unterschiedliche Richtungen. Von Braun und Dornberger gehen in die USA. Eine andere Gruppe Wissenschaftler arbeitet in der ehemaligen Sowjetunion weiter. Die gefrorenen Blitze sind verloschen. Die Heeresversuchsanstalt Peenemünde existiert nicht mehr. General Dornberger am Abend des 3. Oktober 1942. Wir haben mit unserer Rakete in den Weltraum gegriffen. Und zum ersten Male, auch das werden die Annalen der Technik verzeichnen, den Weltraum als Brücke zwischen zwei Punkten auf der Erde benutzt. Dieser 3. Oktober 1942 ist der erste Tag eines Zeitalters neuer Verkehrstechnik, dem der Raumschifffahrt. Rückblick, nicht ohne zu wissen, dem wissenschaftlichen Fortschritt gedient zu haben und die moralische Mitverantwortung für den Tod vieler Menschen zu tragen. Der Traum des Raketenpioniers Tsiolkovsky ging in Erfüllung. In der friedlichen Raumfahrtgeschichte für immer festgeschrieben, der russische Sputnik und die amerikanische Saturn-Rakete. Namen wie Neil Armstrong und Juri Gagarin. Begonnen hat alles hier in Peenemünde. Ruinen mahnen an die Realität eines verhängnisvollen Widerspruchs für die Arbeit deutscher Wissenschaftler in den 40er Jahren unseres Jahrhunderts. Das Modell einer der wichtigsten Anlagen der Heeresversuchsanstalt Peenemünde, der Prüfstand 7. Die Nachbildung des Prüfstandes wurde von Mitgliedern und Freunden des Fördervereins am Historisch-Technischen Informationszentrum Peenemünde im Maßstab 1:87 gebaut. In Peenemünde gab es 11 Prüfstände, die unterschiedlichen Zwecken dienten. Insgesamt wurden von hier 265 Raketen für Versuchszwecke verschossen. Am 13. Juni 1942 begannen die ersten praktischen Testversuche auf diesem Prüfstand. Zwei Fehlstarts. Die Ursache unter anderem
Versagen der Steuermechanik durch auftretende Resonanzschwingungen. Vor mir in etwa 2-3 Meter Entfernung am Rand der Plattform stand Dr. Dornberger und Herr von Braun. Und ich sah die Rakete in der Arena stehen und habe mir eigentlich gedacht, was wird denn das nun werden? Das ist ja beinahe so wie Jules Verne. Das konntest du eigentlich gar nicht glauben, dass so ein Ding dann nun hochgeht, ohne irgendwelche weitere Hilfe. Und wie man da so wartete, dann kamen auch schon die Kommandos X-10, -9 und so weiter und so weiter. Und dann kamen die ersten Flammen unten heraus. Und dann hörte man nur noch das Rauschen. Und dann setzte der volle Schub ein, den man sehr deutlich sah und vor allen Dingen auch hörte. Es war sonst nichts mehr weiter zu hören als eben nur das Donnern. Und dann hob das Ding zu meinem Erstaunen ab. Sehr, sehr langsam, und man hatte das Gefühl, jetzt fällt es um. Die kann sich doch so nicht halten, jetzt fällt es um. Und langsam, langsam kam das voran und wurde immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und dann hat sie beim Steigen über den Arenarand hinaus, so wie ich mich erinnere, nach links gedreht. Ich wusste damals schon, dass sie das nicht darf. Und blieb dann stehen, etwa 90 Grad, blieb dann stehen und drehte nach rechts herum, entgegen dem Uhrzeigersinn, behielt aber diese Drehung bei, aber stieg trotzdem immer weiter, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Wir hatten eine starke Wolkendecke, es war nichts vom blauen Himmel zu sehen. Sie schoss durch die Wolkendecke und bildete ein kreisrund ausgestanztes Loch. So was sieht man einmal. Na, später haben wir es des Öfteren gesehen. Verschwand. Das Geräusch wurde immer schwächer, bis es plötzlich aufhörte. Vor mir, die beiden Herren, nickten sich zu, wurden dann aber still und traten zur Seite. Jo, ich war an sich unbefangen und bin da stehen geblieben. Und dann kam wieder ein Geräusch. Das wurde immer stärker und heulte so komisch. Es kam ein Gefühl auf, ja, Herrgott, was kommt denn nun, was ist los? Und dann kam das Gerät in horizontaler Lage herunter, pendelte so ein bisschen und fiel ins Wasser. Und da war der Vorgang beendet. Das war der erste Start, den ich gesehen habe. Und darf sagen, dass ich da geglaubt habe, die Sache kriegt man hin. Das muss was werden. Die Raketen hatten die Bezeichnung Aggregat 4, kurz A4. Später wurde aus propagandistischen Gründen das A4 zur V2. Dabei stand das V für Vergeltungswaffe. Die Schussrichtung der Raketen verlief entlang der pommerschen Küste in Richtung Osten. Günstige Bedingungen, um den Flug der Versuchsraketen von Land aus mit Kinotheodoliten und Filmkameras zu überwachen, sowie vor der Weltöffentlichkeit geheim zu halten. Das Modell gibt nur bedingt einen Eindruck von der realen Größe des Prüfstandes. Der als Arena bezeichnete Innenraum hatte eine Ausdehnung von 150 mal 90 Metern. Umgeben wurde der Prüfstand von einem ca. 10 Meter hohen Schutzwall. Er sollte die Raketen gegen Windeinflüsse abschirmen. Gleichzeitig begrenzte er die Ausdehnung der heißen Abgase und sicherte das Umfeld vor möglichen Schäden bei Fehlversuchen. Den ersten Start, den ich miterlebt, also völlig unvorbereitet miterlebt habe. Das heißt, der Zeuge nahm mich in seinem Auto mit auf Prüfstand 7. Und der erste Start, die Rakete, also das war schon enorm, sowas hat man ja überhaupt nie gesehen gehabt. Dieser Feuerstrahl, dieses Getöse, und die hob ab, und nach etwa 50 Meter, wo sie hoch war, setzte der Strahl aus und die fiel runter, und dann explodierten also
5000 Liter flüssiger Sauerstoff und 5000 Liter Benzin. Das gab also eine riesige Stichflamme. In den Wall eingebaut, durch betongeschützte Räume und Anlagen. Sie dienten dem technischen Personal zur Überwachung, Beobachtung und zum Schutz bei den Versuchen. Außerhalb des Schutzwalles die Vorbereitungshalle. In der Halle konnten gleichzeitig mehrere Raketen für unterschiedliche Versuche vorbereitet werden. Die Verschiebebühne. Auf ihr wurden die Prüftürme zu den einzelnen Kontroll- und Prüfstationen gefahren. Die Prüftürme. Sie waren fahrbare Prüfstände, in denen die Raketen vertikal eingehängt wurden. Das Alkohollager. Für den Start einer Rakete brauchte man fast 4 Tonnen 75-prozentigen Ethylalkohol. Die Trafostation sicherte den notwendigen Stromverbrauch aller elektrischen Anlagen. Seeseitig befanden sich drei Kühlwasserbehälter und eine Pumpstation. Sie lieferten das Kühlwasser für die heißen Brennversuche auf der Abgasschurre. Die Abgasschurre selbst. Hier wurden die in Prüftürmen aufgehängten Raketen gezündet und besonders steuerseitige Versuche durchgeführt. Der Messbunker, die Zentrale zur Überwachung aller Start- und Brennversuche. Bei dem Einstellungsgespräch vom Vertreter von Dr. Steinhoff, der ja also der Direktor für BFM, für Bordmessen Steuergeräte war, mit dem Herrn Britzel, der sagte mir, also Sie kommen auf den Prüfstand 7, Sie werden dort Dinge sehen, die einmalig in der Welt sind. Ich habe das erst für ein bisschen übertrieben gehalten, aber als ich dann auf dem Prüfstand 7 war und in die große Prüfstandshalle hineintrat und dort also drei oder vier dieser Raketen, 14,5 Meter lang, 1,65 Durchmesser, gesehen habe, da kam ich mir unwillkürlich vor, wie in einem Buch oder in einem Film von dem damals beliebten Schriftsteller Hans Dominik, der also utopische Romane, aber mit technisch realem Hintergrund geschrieben hat. Also ich war, wie man so will, sagt, einfach überwältigt. Verfolgen wir einen Teil des Weges einer Rakete A4 zum Prüfstand 7. Aus der Zusammenbauwerkstatt des Entwicklungswerkes Ost wird eine montierte, vorgeprüfte Rakete auf einem Meiler-Transportwagen in die Vorbereitungshalle gefahren. Hier wird sie aufgerichtet und in einen Prüfturm gehängt. Danach erfolgt die Vorbereitung für einen entsprechenden Versuch. In unserem Fall ein Kaltspritzversuch. Die Hallentore der Vorbereitungshalle öffnen sich und auf der Verschiebebühne wird ein Prüfturm zum Kaltspritzstand gebracht. Eine Rakete ohne Spitze und mit abgezogenem Heckteil hängt senkrecht im Prüfturm. Ziel des Versuches ist es, zu ermitteln, ob die von chemischem Dampf angetriebene Turbopumpe die theoretisch berechneten Parameter der nötigen Drücke und Mengen der Treibstoffe bestätigt. Dabei werden die Funktionen aller Teile unter kalten Bedingungen, also ohne Zündung des Triebwerkes, erprobt. Nur wenn die durchfließenden Treibstoffmengen für die Zeit der Brenndauer mit den vorgesehenen Drücken in die Brennkammer gelangen, ist das Erreichen der Leistung möglich. Ich war zu der Zeit verantwortlich für das Triebwerk und die größten Probleme zu der Zeit waren ja mit dem Triebwerk. Die Maschine hat nicht richtig gearbeitet, die Zündung war immer ein besonders großes Problem und das war nun das erste Mal, dass alles wirklich so zusammenkam, wie es zusammenarbeiten sollte. Eine Prinzipskizze verdeutlicht die Vorgänge im Raketenmotor. In der chemischen Dampfanlage wurde 380 bis 420 Grad Celsius heißer Dampf erzeugt. Über ein Rohrsystem gelangte der hochtemperierte Dampf auf die Schaufelräder der Turbopumpe und trieb diese mit 4000 Umdrehungen pro Minute an. Hier das Schnittmodell der Original-Turbopumpe eines A4, ein Ausstellungsstück.
Mit der Leistung von 580 PS der Turbopumpe werden pro Sekunde 125 Liter flüssiger Sauerstoff und Ethylalkohol in den Brennofen der Rakete gepresst. Ein weiterer Test wird vorbereitet. Der steuerseitige Brennversuch. Auf der Verschiebebühne wird Prüfturm 2 aus der Vorbereitungshalle geholt. Die Fahrgeschwindigkeit der Verschiebebühne entspricht den Verhältnissen, die sich aus dem Modellmaßstab von 1 zu 87 ergeben. Vor dem ersten gelungenen Start eines A4 gab es drei Fehlversuche. Wochenlang dauerten jeweils die Vorbereitungs-, Test- und Überprüfungsarbeiten, bis wieder eine Rakete startklar war. Allein 8 Kaltspritzversuche mit einer Behelfsdampfanlage. Dann Einbau einer Originaldampfanlage. Wieder 2 Spritzversuche. Umbau der Rakete für die Brennversuche. 4 Brennversuche. Durchschaltversuche mit den Treibstoffen. Schwingungsversuche in der Montagehalle. Allein 4 Tage für die letzten Startprüfungen. Dann das Ergebnis. Verfrühter Brennschluss. Fehlschuss. Nachdem ich versetzt war nach Peenemünde, da habe ich hauptsächlich alle Prüfstände erstmal installiert mit meinen Leuten. Und dann wieder in die Steuerung eben. Das große Problem war in unserem ersten Raketenschießen hier, war ja die Steuerung. Und dann kamen die Firmen, Kreisegeräte, GmbH, Siemens und noch eine Firma aus Kiel und Lübeck. Und die haben alle ihre neuesten Steuerungssachen vorgebracht. Und die haben wir denn geprüft. Und da haben wir einen Prüfstand, das ist der Prüfstand 6. Den haben wir speziell mit einer V2 und haben dort die neuen Steuersysteme eingebaut. Dafür war ich denn auch, denn die Firma hat lediglich immer nur ihr Gerät gebracht, einen Ingenieur und ich habe mit meinen Leuten denn die Steuermaschinen eingebaut, habe die Bodenanlage, die Bodenanlage dazu installiert und so, dass wir, und da wurde in allen drei Richtungen, wurde geschwenkt, gedreht, alle, da haben wir also erstmal rausgefunden, dass wir auf dem richtigen Weg waren und das richtige Steuersystem haben. Der Prüfturm hat die Abgasschurre erreicht und ein steuerseitiger Brennversuch kann durchgeführt werden. Dazu ist die Rakete mit einem besonderen Prüfheck versehen und schwenkbar im Turm gelagert. Es war eine wichtige Erkenntnis der Raketenforscher, einen Teil der Steuerung direkt in den heißen Gasstrahl zu legen. Das dafür am besten geeignete Material war Graphit. Der Heckring mit den 4 Graphitstrahlrudern in der Werkstattprüfung. Deutlich sichtbar die Auslenkung der Ruder. Der Gasstrahl schießt mit ca. 2000 Grad Celsius über die Graphitruder in die Abgasschurre, die durch ein Kühlwassersystem vor der Zerstörung geschützt wird. Nach Abschluss dieser und vieler anderer Untersuchungen beginnt die weitere Etappe der Erprobung, die des Abschusses. Die alten Annahmen waren immer ja so dick, der soll in irgendeine Richtung fliegen und dann muss ich es vorher in die Richtung einweisen. Ja. Machten also einen Schrägstart. Ja. Wir hatten ungefähr 1G plus Beschleunigung. Aus dem Grunde wurde also die Rakete der braunsche Fahrstuhl genannt. Das heißt also, die gehen ganz langsam ab. Ja. Und da sind also die Steuerkräfte sehr, sehr gering. Ja. Das wäre also eine unmögliche Aufgabe gewesen, die Rakete zu stabilisieren, wenn sie schräg liegt. Dann haben wir gesagt, stellen wir sie senkrecht. Sind die Kräfte weg. Ja.
Hat fantastisch funktioniert vom ersten Moment. Und das haben wir immer beibehalten bis zum Saturn V. Das A4, die erste Flüssigkeitsgroßrakete, wurde in Peenemünde konstruiert und erbaut, mit dem Ziel, eine Last von ungefähr einer Tonne über eine Entfernung von 300 Kilometern zu verschießen. Sie hatte eine Länge von 14 Metern und einen Rumpfdurchmesser von 1,65 Meter. Die Nutzlastspitze diente zur Aufnahme des Sprengstoffes. In Peenemünde verwendete man bei den Schussversuchen aus Sicherheitsgründen Ballaststoffe wie zum Beispiel Sand. Als zweite Sektion schloss sich der Geräteraum an, in dem Batterien, Steuereinrichtungen, Kontroll- und Messgeräte sowie verschiedene Armaturen untergebracht waren. Im Mittelteil befanden sich unter der Stahlblechhülle des Rumpfes die Behälter für den Ethylalkohol und den flüssigen Sauerstoff, der für den Verbrennungsvorgang im luftarmen Raum benötigt wurde. Auf dem abschließenden Heckteil mit dem Antriebsblock die vier festen Stabilisierungsflächen sowie die beweglichen Luftruder für die Lenkung in der Atmosphäre. Vier Graphit-Strahlruder übernahmen die gleiche Aufgabe im ausströmenden Gasstrahl. Zum Antriebsblock gehörten der Dampferzeuger, die Förderpumpe und der Heizbehälter, im Allgemeinen Brennkammer genannt. Am 3. Oktober 1942 gelang es dann, erstmalig in der Welt mit einer Flüssigkeitsrakete den Weltraum zu erreichen. Es war der dritte Startversuch von diesem Prüfstand. Schalter 1 wird umgelegt. Zündung kommt. Schalter 2 wird umgelegt. Vorstufe. Hauptstufe. Der gelungene Start noch einmal, aufgenommen in dreifacher Zeitdehnung. Der Trick verdeutlicht die wichtigsten Parameter des gelungenen Starts vom 3. Oktober. Die Rakete steigt nach der Zündung der Hauptstufe steil an. Nach 4 Sekunden erfolgt die Umlenkung in die Zielrichtung. Die Schallgeschwindigkeit ist nach 25 Sekunden erreicht. Brennschluss des Triebwerks nach 59 Sekunden. Es folgt der antriebslose Flug mit 5-facher Schallgeschwindigkeit. Die erreichte Gipfelhöhe beträgt 84,5 Kilometer. Nach ca. 5 Minuten Flugzeit schlägt die Rakete 190,6 Kilometer vom Startpunkt entfernt in der Ostsee auf. Der Weltraum ist zwar erreicht, aber auch eine der heimtückischsten Waffen jener Zeit ist entstanden. Wir hatten einen Job zu tun. Wir haben einen Job gehabt und der Job war, diese Rakete zu bauen. Und die politische Seite haben wir uns im Allgemeinen überhaupt nicht bekümmert. Zumindest nicht zu einem Degree, der uns gestört hat. Ja. 2 Jahre später, am 8. September 1944, begann der Beschuss Londons. Die Abschussrampen standen in den okkupierten Niederlanden. Aus dem A4 war die Vergeltungswaffe V2 geworden. Es sollten jedoch noch fast 20 Jahre vergehen, bis in der Spitze einer Rakete ein Mensch seinen Platz gefunden hatte
und sich die friedliche Erforschung und Nutzung des Weltraumes durchsetzen konnte.